Geige lernen mit Netflix? Wie genial ist das denn? Ich zeige euch heute, wie ihr eure Haltung und Griffe innerhalb von einer Woche festigt und das ganz gemütlich und nebenbei. Unter euch lieben Zuschauern, Kommentatoren und Likern befinden sich übrigens auch einige meiner Schüler. Ein kleinen Gruß an dieser Stelle an euch. Hin und wieder kommt es vor, dass auch meine Schüler mich zu Videothemen inspirieren, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. So war es eben auch in der letzten Woche, als ich bei einer neuen Schülerin von mir an der Handhaltung gearbeitet habe. Und ihr wisst mittlerweile aus meinen Videos schon, wie unglaublich wichtig die korrekte Haltung ist und wie sehr wir darauf achten müssen, sie auch wirklich beim Spielen immer beizubehalten. Leider sehe ich immer wieder Haltungsfehler, die dann dauerhaft nicht nur zu starken Verspannungen, sondern auch Verletzungen führen können und allgemein euer Spiel beeinträchtigen. Und das ist sehr schade und sollte von vornherein vermieden werden. Eine ganz wichtige Regel für euch ist, dass eure linke Hand und euer Arm beim Spielen eine Linie ergeben sollten. Sowohl aus der frontalen Perspektive, also wenn ihr euch von vorne im Spiegel anschaut, als auch von der Seite. Wir wollen das Handgelenk weder durchdrücken noch einklappen, denn beides beeinträchtigt das Geigenspiel am Ende enorm und kann zu vielen Fehlhaltungen führen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt schon, was ich euch mit dem etwas reißerischen Titel sagen wollte. Ist doch an sich eine echt tolle Vorstellung, beim Netflix-Schauen Fortschritte auf der Geige zu machen. Wer will das nicht? Und eigentlich klingt es schon fast zu gut, um wahr zu sein. Tatsächlich ist das aber ohne weitere Probleme möglich. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Netflix-Abo und eine Geige. Natürlich braucht ihr auch noch einen Plan, wie ihr das Ganze anwenden sollt. Und genau das zeige ich euch jetzt. Übrigens gehe ich am Ende dieses Videos noch auf eure Fragen und Kommentare ein und gebe euch Tipps und Tricks, die ich selber anwende, um euer Geigenspiel besser zu machen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Nur als kurzer Hinweis für euch, natürlich will ich euch in diesem Video nicht vermitteln, dass ihr nur noch vor dem Fernseher üben sollt oder den Fokus beim Üben komplett vernachlässigen solltet. Eure Übung sollte am besten täglich stattfinden, sich aus einer guten Einwärmung, technischen Übungen für linke und rechte Hand, Etüden und einem angemessenen Repertoire zusammensetzen. Und ich glaube, das ist euch mittlerweile auch durch das Gucken der ganzen Videos klar. Um eure Übung wirklich vollkommen zu gestalten und nichts Wichtiges zu vergessen, könnt ihr natürlich gerne meinen Übungsplan kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Viele von euch arbeiten auch schon mit meinem Plan und berichten von den Fortschritten und das macht mich richtig glücklich. Also schreibt mir bitte weiterhin eure Kommentare. Es gibt nichts Schöneres, als das zu lesen. Also, was genau könnt ihr denn jetzt beim Netflix-Gucken üben? Das Tolle ist, ihr könnt ein paar ganz elementare und elementar wichtige Übungen einbauen, während ihr den Film schaut. Zum Beispiel könnt ihr eure Geigenhaltung stärken oder euch bestimmte Griffe besonders gut einprägen. Ich bin mir sicher, dass ihr sonst wahrscheinlich eher keine Zeit oder auch vielleicht zu wenig Geduld habt, um wirklich geduldig die Griffe liegen zu lassen. Und genau das schafft ihr, wenn ihr etwas anderes währenddessen macht und euch so nicht so schnell langweilig wird. Das ist übrigens eine Technik, die ich selber gerne anwende, wie auch alle anderen Übungen, die ich euch zeige. Und so kann ich euch auch wirklich garantieren, dass die Übungen zum Erfolg führen, wenn ihr sie auch richtig anwendet. Wenn ihr also gewisse Stellen beim Üben bemerkt, die sich noch nicht gut anfühlen, ständig unsauber klingen oder einfach nicht gut zu funktionieren scheinen, dann ist das eure Übung. Ganz genauso gilt das natürlich für das Einprägen der richtigen Haltung. Also falls ihr die korrekte Haltung noch nicht beherrscht oder euch unsicher seid, schaut unbedingt in meinen Geigenkurs hier auf meinem YouTube-Kanal rein. Da gehe ich nämlich nochmal im Detail auf alles ein und zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr euch perfekt aufs Spielen vorbereitet. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Haltung und die Stellen dann auch wirklich richtig über ein paar Minuten haltet und nicht gemütlich auf dem Sofa fläzt. Setzt euch gerade hin, kontrolliert den Griff, den ihr halten wollt oder führt die Dehnungs- und Stärkungsübung richtig aus. Dann könnt ihr auch ganz ohne schlechtes Gewissen für die nächsten paar Minuten den Film angucken und die Fortschritte kommen gefühlt von ganz alleine. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, zu welchen Übungen ich euch heute inspiriert habe und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch. Und jetzt nehmen wir uns auch nochmal die Zeit und gehen auf ein paar Fragen von euch ein, die ihr mir in letzter Zeit gestellt habt. Ein Kommentar war von Marina M. und sie sagt, dass das Video ihr gut gefallen hat und was man denn machen kann, damit man keine Verspannung im unteren Rücken,
im Nacken, in der Schulter hinten sowie vorne bekommt. Und ich habe auch, glaube ich, schon ein ganzes Video gemacht zum Thema Verspannung, wie man Verspannung vermeiden kann. Das kann ich auch gerne mal verlinken. Und allgemein würde ich sagen, achtet immer darauf, dass wenn ihr spielt, ihr immer in Bewegung bleibt. Was ich ganz oft bei Anfängern sehe, aber auch bei fortgeschrittenen Schülern, sogar bei Profis, ist, dass man sich so sehr konzentriert auf das, was man gerade spielt, dass man total vergisst, sich ein bisschen zu bewegen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt vorm Computer den ganzen Tag und ihr habt eine sehr starre Haltung, wo ihr nur die Arme bewegt, dann habt ihr am Ende des Tages auch Rückenschmerzen. Das gleiche passiert natürlich beim Geigespielen. Und achtet ein bisschen darauf, nicht zu sehr mit dem Kinn zu drücken. Wenn wir die Geige halten, immer mit der Schulter ein bisschen nach vorne kommen, mit dem Kinn ein bisschen nach links und die Geige einklemmen. Also nicht mit zu viel Muskelkraft arbeiten dabei. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz, was ich beim Spielen meine. Also wir haben natürlich immer unsere stabile Haltung, ja, das ist ganz wichtig. Aber wenn wir spielen, dann achtet ein bisschen, dass ihr zum Beispiel beim Abstrich ein bisschen nach rechts mit der Geige kommt, euch beim Abstrich nach links bewegt und wieder zurück. Also immer diese umarmende Bewegung. Dadurch habt ihr immer den Oberkörper in Bewegung. Der untere Rücken sollte eigentlich dabei entspannt sein. Eine große Sache ist das Hohlkreuz. Achtet ein bisschen darauf, nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu gehen. Immer den Bauch ein bisschen rein. Natürlich immer noch gut atmen können, logischerweise. Aber dass ihr praktisch eine schöne gerade Haltung habt und in Bewegung bleibt. Das gilt für alle Gelenke. Fingergelenke sollten in Aktion sein. Die Arme sollten in Aktion sein. Genauso viel, wie ihr eben braucht, um entspannt spielen zu können. Der nächste Kommentar, den ich kurz vorlesen möchte, ist vom lieben Toni. Und er sagt, liebe Lilly, ich bin mal wieder bei den Basics gelandet, was übrigens sehr gut ist, denn die Basics sollten jeden Tag immer wieder geübt werden. Mir ist soeben aufgefallen, dass ich bei hohen Tönen gerne mal mein Handgelenk an der Geigenzarge abstütze. Ist das eigentlich erlaubt? Ich fühle mich dabei eigentlich ganz gut, sogar bei meinem bescheidenen Vibrato. Für eine kurze Info wäre ich dir sehr dankbar. Sehr gute Frage, Toni. Ich denke, das interessiert auch sehr viele. Dazu kann ich dir sagen, dass wir natürlich, wenn wir in hohen Lagen spielen, an der Geigenschulter dran sind. Das ist gar nicht zu vermeiden. Das sollte auch so sein, denn irgendwo orientiert sich unsere Hand beim Lagenwechsel auch an der Geige. Wichtig ist hier, gerade in hohen Lagen, dass der Daumen immer genug Freiraum gibt, dass die Hand wirklich auch in ihrer normalen, guten Position nach oben kommt. Denn wenn wir zum Beispiel die Finger nur strecken und hier am Daumen hängen bleiben, dann haben wir keine gute Position mehr, um sauber und effektiv zu spielen. Das heißt, der Finger sollte immer mitgehen. Wir gehen um die Schulter herum, der Arm kommt auch mit rum. Und dann darfst du auch gerne ein bisschen die Hand praktisch an der Schulter, ich will nicht sagen abstützen, sagen wir mal berühren. Sobald du zu sehr abstützt, ist das Ganze auch nicht mehr gut. Dann bist du nicht mehr frei. Versuch mal, wenn du sagst, du stützt dich ab, zu gucken, kannst du ein bisschen reduzieren, kannst du immer noch berühren, aber nicht zu viel Druck ausüben und in die Richtung dich noch ein bisschen entwickeln und verbessern. Ich denke, da gibt es immer Potenzial. Ich achte da auch immer drauf, dass ich nicht zu sehr irgendwo drücke. Beim Drücken ist wichtig, gerade der Daumen ist dafür praktisch prädestiniert, denn der drückt fast immer zu viel. Wenn ihr das vermeiden wollt, immer mal zwischendurch den Daumen auch so fast streichelnd, würde ich sagen, am Geigenhals bewegen. Und dann habt ihr schon eine ganz gute Basis, um entspannt zu spielen. Wenn es ums Vibrato umgeht, kann ich dir noch einen Tipp geben, Toni. Und zwar, das Vibrato in den hohen Lagen ist immer ein bisschen anders als in den tiefen Lagen. Du kannst mal schauen, ein bisschen mehr vom Arm nach oben zu gehen, ein bisschen steiler den Finger aufzusetzen und eventuell, selbst wenn du vom Handgelenk Vibrato machst, ein bisschen mehr vom Arm reinzugehen. Dann hast du ein bisschen engeres Vibrato, das aber auch brillanter klingt. Also das könntest du auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Willkommen bei der Geigensprechstunde. Dr. Weilendorf. Frau Dr. Weilendorf. So, Entschuldigung. Ich mache dir ein Profil bei Yameda. Kennst du das? Nee. Yameda ist... ach doch, für Ärzte, ne? Für Ärzte, ja, ja. Ich hätte gern so ein Sprechzimmer. Dr. Weilendorf. Sag mal, Leute, Dr. Weilendorf, wollt ihr sowas sehen? Sagt in den Kommentaren Bescheid. Carlo hat die besten Ideen, oder? Du musst aber dann erstmal den Doktor machen. Nee. Wie? Es gibt auch andere Doktoren, die haben keinen Doktor. Was? Glaube ich schon. Nein, ich bin nicht so illegal. Es gibt Doktoren. Ich bin nicht so illegal, wie ihr alle denkt. Okay, kommen wir zum nächsten Kommentar. Ich wurde gerade etwas abgelenkt, wie ihr seht. Und zwar möchte ich gerne den Kommentar von Teetrinkerin75 beantworten erstmal. Ich spiele jetzt ein Jahr Geige. Hab das Vibrato aber leider noch nicht gelernt. Leider sind meine Finger dafür noch zu steif. Mein Geigenlehrer meinte letztens, ich sollte aufhören, die Geige zu würgen. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Vielen Dank erstmal dafür. Aber eine gute Frage auch von dir. Keine Frage eigentlich, aber du sagst uns, du spielst doch kein Vibrato, was nicht schlimm ist.
An sich sage ich auch immer wieder, man sollte erstmal eine gute Basis auf der Geige haben, bevor man Vibrato anfängt. Denn Vibrato ist eine Art Dekoration. Vibrato bedeutet immer, man macht etwas schöner, was im besten Fall aber vorher schon schön war. Also wenn wir einen Klang haben, der uns nicht gefällt und wir hauen da Vibrato drauf, nur damit es besser klingt, machen wir es nicht besser. Genauso wie wenn Intonation vorher nicht gestimmt hat und wir machen Vibrato drauf, dann wird es auch nicht besser. Wir vertuschen vielleicht ein bisschen was, aber es hilft uns am Ende gar nicht weiter. Deswegen hat dein Geigenlehrer schon recht. Achte mal darauf, erstmal ein bisschen entspannter zu spielen, bevor du dann praktisch das Vibrato auf die Töne draufsetzt. Ich bin aber immer ein großer Fan davon, auch wenn man die Basis lernt, schon vorbereitende Übungen für gewisse Sachen zu erarbeiten. Zum Beispiel von vornherein frühzeitig auch Lagenwechsel anzufangen. Nicht unbedingt Lagenwechsel an sich, aber die Vorübungen dafür. Oder für Vibrato die Vorübungen. Ich kann dazu gerne auch nochmal ein Video machen, wenn ihr es gerne sehen wollt. Schreibt in die Kommentare rein, ob so ein extra vorbereitendes Vibrato-Video, langes Wort, gut für euch wäre, sagt Bescheid. Als Tipp für dich erstmal, wenn du deine Finger entspannen möchtest, wäre auch mal wirklich nur die linke Hand zu arbeiten, die rechte einmal komplett zu vergessen und dann mal zu gucken, dass du immer die richtige Form bewahrst, also dich im Spiegel beobachten, nicht mit dem Handy aufnehmen, was auch immer funktioniert. Und dann gucken, dass du wirklich viele Wiederholungen machst, von 1 zu 2, immer wieder, von 2 zu 3, immer wieder, von 3 zu 4. Und da immer gucken, was ich auch bei Toni vorhin meinte, ein bisschen von der Kraft, die du eigentlich brauchst oder von dem Druck, den du brauchst, rauszunehmen. Das habe ich letztens mit einer Schülerin von mir auch gearbeitet, die schon wunderbar Geige spielt, aber dennoch manchmal zu viel drückt. Und das passiert jedem von uns. Also ich muss auch immer wieder darauf achten, natürlich, wie auch jeder andere Profi. Das glaubt ihr vielleicht nicht, aber so ist es. Und zwar, stell dir vor, du spielst mit Bogen und du setzt die Finger nur so leicht auf, dass schon praktisch kein richtiger Ton aus der Geige rauskommt. Also man hört praktisch nur einen Flageolet-artigen Ton, also einen Ton, der praktisch noch gar nicht richtig vollkommen ist. Und guckst jetzt mal, wie viel muss ich den Finger eigentlich runterdrücken, bis ein Ton erstmal entsteht. Und dann wirst du merken, dass du viel entspannter spielst, weil wir meistens so viel drücken, wir merken das gar nicht, denn das Griffbrett ist ja sehr hart, das ist ja hartes Holz. Und wir können praktisch theoretisch so viel drücken, dass der Finger schon fast durchs Holz durchgeht. So viel können wir drücken, das merken wir gar nicht. Das heißt, wenn du es mal komplett umdrehst und da startest, dass du sagst, wie entsteht der Ton überhaupt durch meinen Fingerdruck? Du drückst immer ein bisschen mehr, bis der Ton entsteht und das ist der Druck, den du brauchst. Und dann wirkst du die Geige auch eigentlich nicht mehr. Das wäre echt eine große Sache, wenn du da immer noch zu viel Druck hättest. Also probier die Übung gerne mal aus. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meinte. Wenn nicht, gerne damit in die Kommentare. Dann kann ich es noch besser erklären. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Mit der Teetrinkerin würde ich wirklich gerne Tee trinken. Wirklich sehr sympathisch. Okay, ich hab noch einen Kommentar. Also einen Kommentar habe ich noch. Und zwar von Petra. Petra fragt, wo kriegt man denn die tollen Wandbilder her, die hinter bzw. neben dir hängen? Liebe Petra, es sind keine Wandbilder. Sie sehen aber sehr schön aus, finde ich auch. Das sind tatsächlich, wie nennt man das? Akustik... Carlo, wie heißt das? Akustikpaneele, die wir gekauft haben, weil ihr gar nicht glaubt, was für eine schreckliche Akustik vorher in diesem Raum war. Und wie ihr wisst, nehme ich hier auch auf für Film und Fernsehen, für Filmmusik zum Beispiel. Und deswegen mussten wir diesen Raum akustisch aufbereiten, damit man hier überhaupt aufnehmen kann. Und jetzt haben wir eine wunderbare Akustik, wie im Tonstudio hier drin, dank dieser tollen Paneele. Also wenn ihr auch einen Raum habt, wo ihr übt und ihr merkt, es klingt nicht gut, wäre das auch eine gute Sache für euch. Kann man in allen möglichen Formen auch kaufen. Und Petra hat auch gesagt, dass ich mit hochgesteckten Haaren, super sportlich und noch viel jünger aussehe. Ich frage mich, wie jung ich jetzt damit aussehe. Aber ich dachte, Petra, vielen Dank, ich habe das mal heute gemacht. Dachte, ich gebe euch mal eine andere Frisur. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die tollen Kommentare und den Zuspruch zum letzten Playalong von dem Song Halleluja. Das scheint sehr gut bei euch angekommen zu sein und die Noten mit und ohne Fingersätze und Bogenstriche könnt ihr euch übrigens kostenlos runterladen. Werft einfach einen Blick in die Kommentare. Für Halleluja haben wir übrigens auch ein Tutorial gedreht, das bald kommen wird. Es ist nur ziemlich lang geworden und sehr umfangreich. Seid also gewarnt, es kommt auf jeden Fall bald. So, das war's auch schon. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt, was ich sagen wollte. Obwohl, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, habt ihr schon gemerkt, wir drehen aktuell sehr viel für euch. Wir haben viele Ideen und aufgrund der ganzen Projekte kommen wir aktuell echt an unsere Grenzen.
und bekommen deswegen bald Verstärkung. In der letzten Woche haben wir einige Vorstellungsgespräche geführt. Das war super aufregend und wir freuen uns schon total darauf, euch im nächsten Video das neue Teammitglied von Weil in Love vorzustellen. Schaut also unbedingt in der nächsten Woche vorbei, dann gibt's die aufregenden Neuigkeiten. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Übung und hoffe, dass ihr viel Spaß beim Video hattet. Vergesst nicht zu abonnieren, ein Like dazulassen und dann freue ich mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.